Hi, hier ist Daniel von Motiviert Studiert, dem Kanal, wo du nicht nur die besten Lernstrategien bekommst, um wirklich Einsen zu schreiben, sondern auch noch mehr Freizeit hast und dadurch auch noch mehr Freude und Spaß am Lernen. Heute geht es darum, wie du alles innerhalb kürzester Zeit lernen kannst. Wenn du alles lernen willst, kannst du natürlich mit was Allgemeinem erstmal anfangen. Und wir gucken erstmal, wie du damit zurechtkommst. Und ich gebe dir jetzt einfach mal 10 Begriffe. Eine Wasserflasche, ein Ballon, eine Batterie, ein Bär, Bohrrad, ein Stück Kohle, ein Sticker, Sauerbraten, Flur und das Neonmagazin. Und die Sachen solltest du dir jetzt mal merken. Und jetzt erzähl mir mal, was du dabei noch wiedergeben kannst. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass du aktiv wirst. Sag's mal laut auf, an welche Sachen kannst du dich in der Reihenfolge noch erinnern. Und ich weiß, ich sollte jetzt ruhig sein, aber ich bin absichtlich laut. Denn natürlich sollte man unter optimalen Bedingungen lernen, aber manchmal ist es auch so, dass einer dazwischen quatscht. So. Wie viel hast du dir gemerkt? Vielleicht 3, 4, 5 Stück? Und ich kann dir jetzt beibringen, wie du dir das alles ganz, ganz schnell merken kannst. Wie fangen die meisten dann jetzt an zu lernen? Sie nehmen sich die 10 Begriffe und rattern die immer wieder runter, bis sie dann irgendwann gespeichert sind. Sie fangen an und sagen, Wasserflasche, wir haben einen Ballon, einen Bär, eine Batterie, Bohrrad, wir haben Kohle, wir haben einen Sticker, wir haben einen Sauerbraten, wir haben einen Flur und wir haben das Neonmagazin. Und das gehen sie so lange durch, bis irgendwann das Gehirn sich erweicht, das kurzfristig für ein paar Stunden oder Tage oder Wochen zu speichern. Aber langfristig werden wir damit keinen Erfolg haben. Dieses Wiederholen ist bei uns irgendwie in unserer DNA drin. Warum? Weil es war wie in der Schule vor 100 Jahren. Der Lehrer hat etwas vorgesagt, du hast es wiederholt. Der Lehrer hat es wieder vorgesagt, du hast es wiederholt. Das ist der Weg, wie wir wirklich hunderte Jahre lang gelernt haben, obwohl eigentlich die alten Griechen vor 2.500 Jahren das Wissen hatten und die Kunst, wirklich sich Sachen viel, viel besser zu merken. Aber woran kann man eigentlich festmachen, dass man eine Sache gut merken kann? Es gibt 3 Stellschrauben. Die erste ist die Häufigkeit, wie oft du es wiederholst. Die zweite ist die Dauer, wie lange du bei jeder Häufigkeit es wiederholst. Und das dritte ist die Intensität. Und Intensität meint damit, wie aktiviert du dein Gehirn bekommst. Und wenn wir uns jetzt angucken, was ihr gelernt habt bei diesen Begriffen, an was ihr euch erinnern könnt, gibt es verschiedene Ansätze, die eigentlich eure Genialität und natürlich auch eure Gehirnarbeitsfähigkeit zeigen. Und vielleicht könnt ihr euch an das erste erinnern, die Wasserflasche. Vielleicht auch an das letzte, das Neonmagazin. Und da gibt es einen Effekt, der heißt Primary and Recency Effect. Und das heißt, dass wir immer das erste und das letzte uns merken können, weil es sozusagen alles umrundet. Das erste und das letzte, das kann man sich gut merken. Das zweite ist vielleicht, dass ihr merkt, da sind unglaublich viele Bs dabei. Ne? Ein Ballon, eine Batterie, ein Bär und Bohrrad. Und das ist sozusagen etwas, was ein System ist, eine Struktur. Du merkst, aha, alles mit B. Dann kannst du dir das besser herleiten. Und das funktioniert auch, wenn man in so einer Liste oder irgendwas hat. Und das sind alles Tiere, es sind alles Hauptstädte, es sind alles Elemente, es sind alles irgendwelche Essensgegenstände. All sowas, wo man etwas Struktur reinbringt, das funktioniert. Vielleicht ist dir auch der Name Bohrrad eingefallen. Und der hat irgendwie herausgestochen. Warum? Weil es so anders ist als all die anderen Begriffe. Und das kann sein, dass der bei dir hängen geblieben ist. Und das Letzte, vielleicht hast du dich an Sauerbraten erinnert. Wenn du Sauerbraten genauso gerne isst wie ich, dann hast du damit eine starke Emotion. Und dann kann es sein, dass du die Sachen dir besser merkst. Und was ich jetzt mit euch möchte, ist diese 4 Sachen zusammenzubringen und euch eine Bildergeschichte zu machen, mit der ihr euch diese 10 Begriffe oder alle anderen Begriffe auch merken könnt. Und da könnt ihr euch sozusagen etwas abschneiden. Fangen wir mit einer Geschichte
einer Bildergeschichte an, die du dir besser merken kannst. Aber zuerst möchte ich, dass du einmal tief einatmest und wieder ausatmest. Und wenn du es jetzt sicher für dich ist und du nicht Auto fährst oder irgendwas anderes Wichtiges machst, schließt du bitte kurz die Augen. Und was du dir jetzt vorstellst, ist eine Wasserflasche. Aber nicht so eine kleine, sondern so eine riesige Wasserflasche, die so groß ist wie ein Haus. Du kannst dir genau vorstellen, welches Marke diese Flasche gerade hat, dein Lieblingswasser. Und die kannst du jetzt bitte mal laut sagen, welches Wasser magst du oder welches trinkst du? Genau. Daran hängst du jetzt einen Ballon. Der Ballon ist aber so ein klitzekleiner Ballon, der kleiner als deine Faust ist und der ist gefüllt mit Helium. Und das ist aber super Helium und das zieht diese ganze riesige Wasserflasche in den Himmel. Diese Wasserflasche wird aber von Batterien torpediert und das Wasser läuft raus. Und unten steht ein Bär mit einem Gewehr und dieser hat diese Batterien auf diese Wasserflasche geschossen, damit unten das Wasser rauskommt und er steht jetzt da unten und hält den Mund auf nach oben und versucht mit seinem Mund das Wasser zu fangen. Und um das Ganze intensiver zu machen, kannst du dir auch bei der Batterie zum Beispiel vorstellen, welche Marke das wieder war. Und welche Batteriemarke war das jetzt? Gut. Und bei dem Bär kannst du dir vorstellen, dass er gerne Hosen anhat oder irgendwas anderes lustig. Vielleicht eine quietschgelbe Unterhose. Und daneben ist Borat. Borat lacht sich darüber kaputt und denkt so, was ist denn das für eine bekloppte Unterhose, die dieser Bär anhat? Borat wirft sich dabei auf den Boden und merkt gar nicht, dass er auf einem riesigen Stück Kohle liegt. Und er ist komplett schwarz von dieser Kohle, weil er sich vor Lachen darum gewunden hat. Und er denkt so, oh mein Gott, wie konnte ich denn nur so schwarz werden? Und merkt daran, dass hinten ihm an diesem Riesenstück Kohle ein riesiger Sticker klebt. Und das kann ein motiviert studiert Sticker sein. Oder einfach ein Sticker, den du gerne magst. Er muss auf jeden Fall nur riesig groß sein. Und entweder steht da das motiviert studiert Logo drauf oder irgendwas anderes. Danach, nachdem er das gesehen hat, vergisst er aber, was er anhat und er riecht nur noch Sauerbraten und denkt so, wow, Sauerbraten, das ist voll der Hammer. Und wenn euch Sauerbraten nicht schmeckt, dann lasst ihr ihn einfach davon, das ist eklig und er rennt weg. Entweder da hinzu, wenn du Sauerbraten magst oder weg, wenn du ihn nicht magst. Für mich läuft er hinzu durch einen ganz, ganz langen Flur, der bestimmt 100 Kilometer lang ist. Und bis er dann irgendwann hinten angekommen ist, sieht er aber nicht den Sauerbraten, sondern da liegt das Neon-Magazin. Neon-Magazin ist vom Stern. Das könnt ihr euch vorstellen. Oder dann anstelle von Neon-Magazin sind alles überall Neon-Farben und da liegt ein Magazin auf dem Tisch. Okay, habt ihr euch das gemerkt? Dann können wir da gleich nochmal durchgehen. Was war das Erste? Eine riesige Wasserflasche. Und daran hing ein kleiner Ballon. Und die Wasserflasche wurde zerschossen von Batterien, die der Bär in seinem Gewehr hat. Und dieser Bär hat eine lustige Unterhose, über die der Borat lacht. Der lacht aber auf diesem Stück Kohle und ist überall dann schwarz. Und denkt sich, wo kommt denn diese Kohle her? Und sieht diesen Aufkleber von motiviert studiert, also ein Sticker. Dann riecht der Sauerbraten und rennt entweder hin oder weg durch einen ewig langen Flur. Und an diesem Flur sind entweder hinten ganz viele Neonfarben oder das Neonmagazin liegt auf so einem heiligen, am besten richtig heiligen Thron. Und das ist so, wie du dir das ganz schnell merken kannst. Eine intensive Geschichte, bunt, die absolut übertrieben ist und richtig gut zu merken ist. Jetzt habe ich euch die 10 Begriffe angeschrieben und ihr denkt, was zur Hölle nochmal will ich denn damit? Bringt mich das in der Schule oder im Studium weiter? Und da möchte ich euch hier sagen, ja, du kannst es auf fast alles anwenden. Nehmen wir beispielsweise ein technisches Fach aus der Wissenschaft, Chemie, weil ganz viele Leute zu mir sagen, deine Lernstrategien kann man gar nicht auf technische Fächer anwenden. Nehmen wir das jetzt aber einfach mal. Und wir alle haben irgendwann einmal das Periodensystem auswendig gelernt und wurden abgefragt. Also irgendwann hatten wir das mal drin. Jetzt aber irgendwie nicht mehr. Warum? Weil wir es durch stures Wiederholen auswendig gelernt haben. Wichtiger wäre es doch, wenn wir das einfach wiedergeben würden. Und was waren denn die 10 Elemente am Anfang? Und wir fangen an mit Wasserstoff. Wir haben Helium. Wir haben Lithium. Wir haben Beryllium. Wir haben Bor. Wir haben Kohlenstoff, wir haben Stickstoff, wir haben Sauerstoff und wir haben Fluor und wir haben Neon.
Und diese 10 Elemente, vielleicht passen die ja zu unserer Liste. Und oh, welche Überraschung, sie passen. Man könnte ja, Wasserstoff ist ja sozusagen unsere Wasserflasche. Ballon. Was ist in einem Ballon drin? Helium, eine Batterie, Lithium. Was ist Bär, Beryllium, Borat, Bor, Kohle, Kohlenstoff, ein Sticker, Stickstoff, Sauerstoff aus dem Sauerbraten, Fluor und Neon, das Gas anstelle des Neon-Magazins. Und jetzt haben wir tatsächlich, wenn ihr das gerade noch könnt, kennt ihr die ersten 10 Elemente des Periodensystems. Vielleicht kennen einige von euch das Spiel Activity. Und da gibt es ja eine Aktivität, wo man was aufzeichnen darf, aber nicht reden darf. Und manchmal schreibt man dann hin so ein Ohr und das klingt ungefähr so wie ein Bär. Und daneben kann man noch irgendeine chemische Formel machen. Und dann kann man zum Beispiel auf Beryllium schließen. Und das ist genau das, was wir hier ausprobieren und mit dem ihr später arbeiten könnt. Ihr könnt einfach so diese 10 Begriffe jetzt, ihr habt die definitiv drin, wenn ihr zugehört habt, und kennt jetzt die ersten 10 Elemente des Periodensystems. Und ihr könnt weitermachen. Und wenn ihr dann auch noch die verschiedenen Ebenen des Periodensystems kennen wollt, könnt ihr jeder einzelnen Ebene noch irgendwas zuordnen. Zum Beispiel auf der ersten sind ja nur Wasserstoff und Helium. Dann macht ihr das einfach mit Blau und merkt euch dann ein blauer Ballon und eine blaue Wasserflasche. Und die nächste dann, auf der nächsten Ebene ist dann eine andere Farbe. Und so könnt ihr das sozusagen einordnen. Und es geht 1000-mal schneller, als wenn du dir die Sachen immer nur wiederholst und dich dabei langweilst. Wenn du dir jetzt komplexe Formeln lernen willst, habe ich dir hier die Symbole hingeschrieben, die dazu gehören. Aber es gibt ja auch in verschiedenen Molekülen jeweils mehrere von einem Element. Das heißt von 1 bis 10. Und wie merkst du dir das? Eine 1 kann eine Laterne sein. Warum? Weil sie steht wie eine 1. Eine 2 kann eine Wurst sein. Warum? Zwar alles hat ein Ende, nur eine Wurst hat 2. 3 könnte ein Hocker sein. Warum? Ein Hocker hat 3 Beine. Die 4, das ist ein Auto, hat nämlich 4 Reifen. Die 5, das ist eine Hand, 5 Finger. Ein Würfel hat 6 Seiten. Von den Zwergen gibt es 7, deshalb die 7 Zwerge. Eine 8 ist eine Achterbahn. Eine 9 haben wir hier, das ist eine Katze und da hat die Katze im Schwanz eine 9 drin und die 10 können die 10 Gebote sein, also sozusagen 2 Steintafeln, die du dir merkst. Und jetzt kannst du das kombinieren mit dem jeweils und kannst alle möglichen Formeln aufstellen. Fangen wir an mit einer Formel. Eure Leber mag es nicht so, aber ihr mögt es ganz gut. Ethanol, Alkohol. Kann man sich natürlich auch mit einer Eselsbrücke merken, geht auch sehr einfach, aber für das Prinzip habe ich das jetzt einfach mal gewählt. Was habt ihr? C2. C ist eine Kohle und ihr habt halt ein Riesenstück Kohle und da liegt halt eine Wurst drauf. Ja? Und die Wurst ist aber ganz dreckig, deshalb braucht ihr eine Wasserflasche. Und ihr nehmt die Wasserflasche, die ist so richtig groß und ihr versucht sie aber mit einer Hand zu halten und das ist gar nicht so einfach und versucht dann diese Wurst sauber zu machen. Das Problem ist, ihr kriegt sie aber nicht sauber. Was nehmt ihr dann? Ihr nehmt einen Sauerbraten. Und diesen Sauerbraten, weil der so schmackhaft ist, aber gleichzeitig ziemlich trocken, weil ihr keine Soße dazu habt, braucht ihr unbedingt nochmal die Wasserflasche und müsst dazu was trinken. Und wenn ihr dir so eine Geschichte ausdenkst, was irgendwas mit dir zu tun hat, dann wirst du die Sachen viel leichter merken und du hast für jedes eine lustige Geschichte. Und wenn du dir zum Beispiel Alkohol merken willst, kannst du dir vorne natürlich noch irgendwie ein Martini-Glas oder irgendwas, was für dich für Alkohol steht, merken, damit du dazu eine Verbindung hast. Und so kannst du das nicht nur für so eine einfache Verbindung, sondern für alle anderen Verbindungen machen. Und überleg mal, du würdest das damit nicht machen. Klar, dann kannst du auf manche Eselsbrücken zurückgreifen, aber zu vielen Formeln gibt es einfach keine Eselsbrücken. Und dann bist du mit so einer Bildergeschichte im Chemieunterricht, im Chemiestudium, selbst wenn du Biochemie hast oder auch in allen anderen technischen Fächern, wo du sowas merken musst, auf der sicheren Seite und es wird dir definitiv helfen, mehr Spaß und Freude beim Lernen zu entwickeln und langfristig erfolgreicher zu sein. Bevor ihr das wirklich durchgängig verwendet, klar, könnt ihr das so machen. Noch besser ist es, wenn ihr eure eigenen Beispiele verwendet, wenn ihr mit Sauerbraten nichts anfangen könnt, wenn ihr nicht so wie ich Autor bei einem Neon-Magazin seid, dann ist es vielleicht für euch auch nicht so einfach, sich das zu merken. Und wenn ihr keinen Bezug zu Batterien habt oder der
Umstand von der Batterie vom Lithium zu schließen für dich zu weit ist, dann kannst du auch irgendwas anderes, kannst du dir Stuart Little vorstellen und für Little steht dann für Lithium. Was auch immer, mach es für dich persönlich. Du kannst damit arbeiten und das wird funktionieren, aber richtig gut, damit es langfristig bei dir hängen bleibt, kannst du dein eigenes System bauen. Und das will ich dir ans Herz legen. Denn wir haben heute unglaublich viel gelernt. Und ich denke, es wird dir unglaublich weiterhelfen. Und ich würde dich jetzt bitten, in die Kommentare zu schreiben, wie du dieses System findest, wie du damit besser umgehen kannst. Vielleicht hast du auch ein ganz anderes System. Und für die Leute, die das System nicht so gut finden, habe ich unten einen Link zu einer Seite gemacht, wo es ganz viele Eselsbrücken gibt. Weil manche Leute nicht so bildlich arbeiten, die wollen eher mit Eselsbrücken arbeiten. Und da gibt es eine Datenbank und die habe ich euch unten verlinkt. Und als Dankeschön für eure vielen Kommentare auch dazu, wie wir noch besser werden können, was euch noch nicht so gut an diesem Video gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat, möchten wir wieder 2 Bücher verlosen. Die besten Study Hacks der Welt. Teil 1 und Teil 2 könnt ihr gewinnen und Teil 3 ist ab sofort kostenlos bei uns auf unserer Website downloadbar. Und da geht es um den Prokrastibären und wie man Aufschieben und Prokrastination überwindet. Es ist ein mega tolles Buch geworden und ich freue mich schon auf die ersten Reviews von euch. Ich bin der Daniel, wünsche euch einen mega schönen Tag. Bis bald. Ciao.